Mann, 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 ich kann ja nicht anders, ihr Nacken. Ich kann nicht anders. Tachchen. Ja, ich habe entschlossen. Habt ihr ja jetzt gesehen, oder? Ich hier, ja, so ein Modellbau-Schrottplatz habe. Habe jetzt dem Chevrolet, dem Thunderbird die Räder geklaut, praktisch, um ihm zu geben, dem anderen Thunderbird, der leider ja nur zwei Räder hatte. Eins davon war noch exakt in Ordnung. Das andere hat, da fehlt der Ring. Eigentlich wollte ich es nicht aufnehmen, dann dachte ich, nimm auf, weil das war eine echte Aktion, dieses blöde Zeug hier abzukriegen. Sprich, hier diese, das war praktisch hier noch drum. Ja, so noch so ein fettes Teil. Ich habe das nicht abgekriegt, hat mir hier echt einen abgewürgt. Hier hinten war dasselbe Spiel. Das muss ich wegbrechen bzw. wegschneiden. War auch eine krasse Aktion, weil das sonst nicht gepasst hätte hier in dem Winkel, sag ich mal. Das wäre einfach zu breit gewesen. So, ihr hört meine Stimme. Ja, das ist eine Stimme der Aufregung, eines Euphoriums, weil, wie gesagt, ich will die Dinger jetzt schön lackieren und so in einem Chrom-Metallic-Effekt. Schön Chrom-Spray besorgen, man sagen. Und bevor ich das Auto dann fertig zeige und dann die Leute fragen, oh, oder das ja nicht checken, was ich hier gemacht habe, nehme ich es kurz auf. Deswegen auch kurz die Räder abgenommen, schön Rubber-Tire. Und ja, so sehen sie denn eben aus, die Felgen ohne. Wie gesagt, das passt hier auch alles nicht. Da sieht man ja schön diese Einbuchtung, die passt hier nicht. Deswegen, das ist alles. Es ist auch ein anderes Modell. Man muss hier sagen, es ist Revell. Und dieses Modellchen hier war Maisto. Ja, das ist einfach immer anders. Die Achse, alles vorne. Ja, deswegen geht es jetzt erstmal in die Sprühkabine. Was wir hier noch ganz vergessen hatten, gestern war ja die Aufnahme. Der gute Pontiac Vibe GT ist ein ganz krasses Modell, ihr lieben Freunde. Und zwar, das habe ich gestern voll vergessen, ey. Road Signature, ihr Nacken. Das ist eine teure Firma. Also ich will ja nicht sagen, aber ich habe hier ein gutes Schnäppchen auf jeden Fall geschossen, sag ich mal. 2003er Vibe GTR. Also ich habe mal nachgeguckt, diese Road Signature Sachen sind nicht billig. Sagen wir mal, nicht günstig ist besser. So. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der Lackierkabine. Tschö mit Ö. Toll gemacht. Ja, schön. Kann auch nicht sein, was? Da brauchst du echt erst so einen scheiß Schraubenzieher für. Anders kriegst du die Kini raus. Junge. Nice. Boah. Yeah. Boah, stinkt. Puh. Thank you.
Der Moment, in dem du merkst, es ist nur mal ein Abenteuer. Alle 11 Minuten verliebt sich ein